Servus und herzlich willkommen zur dritten Folge von Remola Talk. Ich war zu Gast beim guten Jorgensson in seiner Podcast-Reihe. Gequatscht wird viel. Und wir sprachen über das Rollenspiel Fable, welches ja doch mit zu meinen Lieblingsspielen zählt. Und was wir da alles besprochen haben, da hören wir jetzt einfach rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei einer weiteren Episode von Gequatscht wird viel. Heute geht es mal um ein Spiel, das einige von euch auch kennen werden. Ein Spiel, was wir viele von uns aus unserer Kindheit kennen. Es ist nicht Gothic, es ist Fable 1. Und dafür habe ich mir einen Gast heute dazu geholt, und zwar den guten Remulator. Und ja, du kannst dich ja einmal kurz vorstellen und kurz in zwei, drei Sätzen erzählen, wer du so bist und was wir heute so besprechen wollen. Hi, ich grüße euch, ich bin der Remulator. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, so wie du. Und den betreibe ich allerdings erst seit März diesen Jahres. Und auf meinem Kanal findet man vorzugsweise Reviews oder kleine Schaustellungen von SNES-Spielen oder auch Podcasts. Vom Thema her sollte es aber weitgehend um Retro-Spiele gehen. Und ja, muss dazu sagen, da ich erst seit März YouTube betreibe, sind meine Videos noch überschaubar, was sich hoffentlich in nächster Zeit auch ändern wird. Und ja, so viel von meiner Seite. Ja, jeder fängt mal klein an, aber wir haben neulich mal geschrieben und dann gequatscht. Und dann dachte ich, lade ich dich doch einfach mal ein. Und über Fable zu reden war mir sowieso mal ein Anliegen, weil das ist neben Gothic auch ein Spiel, was ich sehr gern mag. Und vor kurzem habe ich es durchgespielt und dann haben wir darüber gequatscht. Und du hast es ja auch jetzt vor kurzem durchgespielt. Deswegen bietet sich das gerade perfekt an, mal über Fable zu sprechen. Ja, ich freue mich auch wahnsinnig, dass du mich eingeladen hast und dass ich hier sein darf. Vielen Dank dafür. Ja, und wenn ihr den Kanal von Remulator auschecken wollt, dann sind die Links natürlich in der Beschreibung. Ja, dann fangen wir mal an. Wann hast du Fable das erste Mal gespielt? Weißt du das noch? Ja, das weiß ich ganz genau. Das war 2004, als es rauskam. Und zwar habe ich damals die Bravo Screen Fun gelesen. Ich weiß nicht, kennst du die Zeitung zufällig noch? Ja. Und da waren dann teilweise Tests drinnen, unter anderem von Fable. Und da hat man so kleine Screenshots gesehen vom Helden. Der war mit Schwert da gestanden, mit den Dämonentüren im Hintergrund. Und ich war das so fasziniert von den Bildern, dass ich mir das gleich zum Release geholt habe. Und war zwar erst erschrocken, weil danach nochmal eine Review in der Screen Fun in der nächsten Folge rauskam. Und da hat das Spiel leider nicht so gute Bewertungen bekommen. Hab's aber dann trotzdem gespielt und muss sagen, ich war vor Anfang an fasziniert von diesem Spiel. Mhm. Ja, es kam ja auch erst nur für die Xbox raus, also für die erste Xbox. Genau, richtig. Und auf der ersten Xbox habe ich es tatsächlich auch gespielt. Hab aber auch leider dann die Xbox dann auch wieder verkauft und habe mich dann auch nicht mehr mit Xbox befasst und habe mich dann umso mehr gefreut, als es dann auch für Microsoft im Jahr 2005 rausgekommen ist mit dem DLC Lost Chapters, was nochmal mehr Inhalt bringt und mehr Items und alles. Und seitdem habe ich das Spiel auf dem Rechner und spiele es eigentlich ungefähr einmal im Jahr mindestens. Ah, okay. Doch so oft. Ja, doch so oft. Ja. Also, ich weiß gar nicht mehr genau, wann ich es das erstmal gespielt habe, aber es war, glaube ich, ein Spiel, was mir irgendwann mal meine Tante hat mir das geschenkt. Auf jeden Fall war es irgendein Geschenk. Und dann habe ich das angespielt und war dann auch sehr schnell fasziniert von dieser Welt, weil ich glaube, da war ich auch noch ein bisschen jünger und dann hat mich auch dieser kindliche, comichafte Look gepackt. Ja. Den fand ich sehr ansprechend. Und dann war es auch für mich sehr interessant, dass man diese Entwicklungskurve hat von du fängst als Kind an und wirst älter je nachdem, was für Entscheidungen du triffst, das hat auch wirklich Auswirkungen auf die Welt und auf deinen Charakter. Und das war etwas sehr Faszinierendes, weil wir kennen ja so ein grundlegendes Moralsystem auch von Gothic, so wenn du etwas tust, du stiehlst was, Leute reagieren darauf, du bringst jemanden um, Leute reagieren darauf, du musst eine Strafe zahlen, sowas kannte man ja schon von Gothic. Aber in Fable war es ja dann nochmal ein bisschen extremer, weil wirklich dein Charakter, der Held, der verändert sich ja. Er wird auch böser, du hast auch dann andere Ausdrucksmittel, du siehst anders aus und diese Sachen, die haben mich sehr fasziniert damals. Wie war das bei dir?
Ja, genauso. Vor allem auch die Tatsache, dass du zum Beispiel in einem Rollenspiel dann heiraten konntest, dir ein Haus kaufen konntest, das Haus auch dann dementsprechend renovieren oder auch vermieten, dass du so ein Nebeneinkommen hast. Mhm. Und was mir auch vor allem gefallen hat, dass du den Helden verändern kannst. Also du hast ja auch die Möglichkeit, du kannst zum Friseur gehen, du kannst dich tätowieren lassen. Und es hat auch Auswirkungen, was du zum Beispiel isst. Also Nährgegenstände sind ja nicht bloß zum Heilen da, sondern die können dich unter anderem auch wirklich dick machen und dementsprechend auch unattraktiv. Da Attraktivität ja auch Bestandteil vom Gameplay ist, sage ich mal, um eine Frau oder einen Mann zu finden. Ja, oder generell, um Leuten eher Angst zu machen oder dass sich alle, also dass dich alle als glorreichen Helden wahrnehmen. Also da gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Das hängt von den Klamotten ab, von eventuellen Tattoos, die du hast, von von deinen Frisuren, Bärten, alles Mögliche. Und so eine Charaktervielfalt, die kannte man, glaube ich, eher aus Spielen wie Sims oder so, wie man seinen Charakter so darstellen sollte. Und dann war das sehr interessant, das mal in so einem Rollenspiel zu sehen. Richtig, ja. Das wird ja auch, das Fable wird, glaube ich, auch oft mit Sims verglichen, teilweise. Also Rollenspiel mit Sims gemischt. Ja, kann ich verstehen. Und ja, es gab so ein paar Punkte, die unterscheiden sich natürlich jetzt zum Beispiel komplett von so einem Gothic. Das wäre zum Beispiel der Aufbau der Welt. Und der ist ja schon sehr linear. Du hast halt so kleine Levels, aber irgendwie fand ich für Fable auch sehr passend. Also ich wüsste jetzt nicht, ob Fable in einem Open-World-Spiel genauso gut funktioniert hätte. Das kann man natürlich jetzt nicht wissen, weil es nicht so rauskam. Aber ich muss sagen, bei dem Spiel hat es mich eher weniger gestört. Und es war wahrscheinlich auch der damaligen Konsolengeneration geschuldet, dass es so kleine Level, dass es so kleine Level gab mit, mit halt immer wieder kommenden Ladezeiten. Ne? Absolut. Ich meine, ich hätte da einen kleinen Vergleich. Ich habe ja mal in Fable 2 reingespielt und da hast du auch diese Levels, sage ich mal, eher linear, aber die sind viel größer. Und ich finde, gerade dass du da solche großen Regionen hast, verläuft sich das auch ein bisschen. Und es ist auch nicht so, dass du so viel entdecken kannst, sage ich mal. Und für mich waren eigentlich diese kleinen Abschnitte eigentlich immer sehr passend, weil du konntest dir alles angucken. Klar, du hast Barrieren gehabt, die teilweise nicht logisch waren, wie zum Beispiel Wasser oder irgendwas, da der Held ja niemals schwimmt. Aber es war für damalige Verhältnisse komplett ausreichend und auch komplett spaßig. Ja, das stimmt. Ja, vor allen Dingen, wenn man sich das so anguckt, ich glaube, als es rauskam, gab es auch nichts Vergleichbares, was so in die Richtung geht, was diese Vielfalt an Möglichkeiten bietet und auch so ein Detailgrad. Ne? Es war natürlich eine ganz andere Grafik, aber der Detailgrad war echt enorm, weil du hast halt auch die NPCs, die immer irgendwelche Sachen machen. Ich meine, da sind nur so Sachen aufgefallen wie der Schmied. Der ist nachts natürlich nicht am Arbeiten. Dann kommt er morgens da irgendwann hin und dann legt er seinen ganzen Warenbestand wirklich da, dorthin und dann arbeitet er. Und dann kannst du diese Waren auch dann klauen am Tag, wenn sie da wirklich liegen. Du kannst sie aber auch bei ihm kaufen. Das fand ich so faszinierend, ne? Dass er das wirklich macht. Oder die Wächter gehen rum, machen jede Laterne einzeln an abends und sowas. Das ist halt so ein schöner Detailgrad. Oder wie halt die Leute auf dich eingehen als Held, ne? Je nachdem, wie du dich verhältst in bestimmten Quests. Und die reden dann auch über das, was passiert ist. Ja, das ist schon beeindruckend gewesen. Ich fand auch das so toll, dass du den Eindruck hattest, oder allgemein, dass die Welt einfach nur lebendig ist. Also gehen wir mal davon aus, du gehst jetzt in eine Stadt rein, die Leute, du läufst an den Leuten vorbei, die reagieren auf dich. Egal, ob du jetzt, sage ich jetzt mal, bekannt bist oder nicht. Also wenn du unbekannt bist, dann rufen sie Buh. Und wenn du bekannter bist, dann applaudieren sie dir. Wenn du natürlich böse bist, dann haben sie Angst vor dir und dann laufen weg. Und auch die Wächter sprechen dich immer an, zum Beispiel so, tu nichts Böses. Also die Welt ist ständig am Leben. Auch wenn du jetzt Städte verlässt und bist, sage ich mal jetzt, in der Außenwelt unterwegs, kommen immer wieder fahrende Händler vorbei und fragen dich, brauchst du was? Ich habe die besten Angebote. Und die Welt war einfach organisch, sage ich mal. Ja, ja. Und man hat ja auch gemerkt, dass, also da gab es auch dieses System von, am Anfang hast du halt natürlich auch Gebiete, wo du schwächere Gegner halt hast. Dann kommen da auch irgendwann stärker hin, selbst wenn du auf einem höheren Level dahin kommst. Also am Anfang da, wo nur ein paar Banditen waren, kommen dann auch irgendwann ein paar stärkere Gegner. Aber generell bleibt auch der Schwierigkeitsgrad, also der ist generell nicht so schwer bei Fable, muss man sagen. Aber der Schwierigkeitsgrad steigert sich auch
mit dem Erfolg, den der Held hat. Und dann werden auch die Gegner heftiger. Dann sieht man am Anfang halt so schmächtige, dünne Banditen. Und später kommen so richtig dicke Banditen, die aussehen, als hätten sie Mr. Olympia gewonnen. Genau, richtig. Und das fand ich auch sehr cool. Und das sieht man ja auch bei dem Charakter selbst. Je nachdem, was man lernt, wenn man jetzt sehr viel auf Muskelkraft und so geht. Ich weiß nicht, da gibt's ja immer so drei Attribute, die man zum Beispiel für den Körperbau kannst du lernen und Gesundheit und Zähigkeit. Und je nachdem, was du davon lernst, wirst du breiter, größer oder muskulöser. Und dadurch kannst du halt auch einen sehr kleinen, stämmigen Helden haben oder einen sehr großen, schmächtigen Helden, je nachdem, was du halt lernst. Ne? Und das ist, finde ich, sehr, sehr cool. Richtig, du kannst ja auch komplett die, sage ich mal, Stärke-Attribute links liegen lassen und komplett auf, sagen wir jetzt mal, Magie gehen. Da bist du so ein kleiner, schmächtiger Zauberer, aber die Zauber sind ja meiner Meinung nach, wenn du sie lernst, schon irgendwann overpowered. Und da kannst du auf Distanz alles von dir fernhalten und bist so ein kleines, schmächtiges Männchen. Ja, ja, aber das ist cool, dass das geht. Und da kann ja auch jeder so spielen, wie er will, weil vielleicht identifiziert sich nicht jeder als Held mit so einem Arnold Schwarzenegger-Verschnitt, sondern will lieber den kleinen, schmächtigen, bärtigen, alten Zauberer spielen. Und das ist ja auch noch so ein Ding, dieses Altern, der alternde Prozess. Und das habe ich halt gemerkt, wenn du gut spielst, dann alterst du sehr schnell, glaube ich. Ja. Also oder schneller. Und wenn du böse spielst und immer wieder Menschen auch opferst bei dem bösen Gott, dann wirst du immer wieder verjüngert und bleibst jung und dynamisch, sage ich mal. Also je nachdem, wie du spielst, hat es halt Vor- und Nachteile. Und das fand ich so interessant, diese Vielfalt, die dort an Möglichkeiten geboten wird, die findest du selten in Spielen. Ja, absolut. Was ich nochmal sagen wollte zu der Entwicklung des Charakters, wenn du oder auf die Schwierigkeit, ist dir schon mal aufgefallen, wenn du Quests annimmst? Du hast ja einen Kartentisch in, sag ich mal, in deiner Spieler-Hub, wo du Quests annehmen kannst. Und das sind ja meistens immer gut und böse Quests. Und ist dir schon mal am Anfang aufgefallen, dass du manche Quests gar nicht annehmen kannst und gar nicht machen kannst? Ja, natürlich. Und die verschwinden dann auch später wieder. Und dann, also daran sieht man dann auch, dass andere Helden ja auch arbeiten. Genau, das soll dir sagen, okay, du bist einfach noch nicht in diesem Bekanntheitsgrad, dass du diese Quest meistern kannst oder dass mir die das zutraut. Ja, und als zusätzliche Challenge für die Quests gab es ja noch diese Großtaten oder Heldentaten. Ich weiß nicht, ich glaube Großtaten hieß das. Großtaten, da kannst du ja zum Beispiel auch jede Quest nackt machen, nur in Unterbuchse oder mit irgendwelchen zusätzlichen zum Beispiel ohne Waffe oder was auch alles es an Möglichkeiten gibt. Und das ist halt auch, je nachdem, wie man drauf ist, dann kann man sich vom Spiel da auch noch das Ganze schwieriger machen natürlich. Ne? Absolut, weil das Spiel, wie gesagt, hast du ja vorhin schon gesagt, es ist ja eigentlich im Prinzip wirklich nicht schwer. Also man kann es gut durchspielen und da man ja auch nicht den Schwierigkeitsgrad, glaube ich, verändern kann, nee, den kann man nicht verändern, sind dann diese Zusatz-Challenges schon eine schöne Sache eigentlich. Ich weiß, ich habe jetzt die, es kam ja irgendwann mal diese Remake oder Remaster-Version, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist eher ein Remaster, wo die Grafik nochmal aufgehübscht wurde. Die Version habe ich jetzt auch gespielt und da muss ich sagen, da gab es am Anfang eine Stelle, wo ich immer wieder auf die Mütze bekommen habe, wo ich dachte, was ist das für ein Schwierigkeitsgrad, wo ich echt überfordert war. Ich habe aber auf heldenhaft gespielt, das war dieser schwierigere Schwierigkeitsgrad. Das war am Anfang dann echt sehr knackig, weil du hast ja nicht diese Wiederbelebungsfiolen, also wenn du stirbst, bist du halt tot. Und du hast sehr starke Gegner schon am Anfang gehabt, denn mit einem der ersten Gebieten, da gibt es so einen See, ich glaube irgendwie Greatwood-See, so das Gebiet am Anfang, und dort waren diese sehr starken Endlevel-Banditen, die man, also ich habe ungelogen bestimmt 20 Minuten mit denen gekämpft, um die überhaupt zu besiegen. Dann hat man sich auch gefragt, was ist das für ein Schwierigkeitsgrad? Das ist aber irgendwie, anscheinend sind diese Gegner einfach falsch platziert oder sie sind viel zu früh da in dieser Anniversary Edition. Und ja, das hat mich am Anfang verwundert, aber irgendwann hat sich das halt eingependelt und dann ging es ganz normal weiter und da war der Schwierigkeitsgrad auch nicht mehr so hart. Aber am Anfang war ich dann echt schockiert noch, das weiß ich noch. Jetzt muss ich dich aber an der Stelle mal fragen, weil ich habe nämlich mir auch die Anniversary Edition runtergeladen und ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher, gab es da am Anfang einen Schwierigkeitsgrad zum Wählen, weil ich weiß, beim Original war es nur eine Schwierigkeit. Ja, und bei der Anniversary Edition haben sie es eingebaut, dass man auf heldenhaft spielen kann. Da gibt es dann keine Wiederbelebungsfiolen und du findest auch schlechtere Belohnungen in Truhen und sowas. Und ich glaube, Waffenwerte wurden auch verändert in der Anniversary Edition. Die genauen Unterschiede weiß ich jetzt nicht, die müsste man dann wahrscheinlich nachlesen. Ich habe die Anniversary Edition auch einmal nur gespielt. Ich habe sonst immer, aus meiner Kindheit kenne ich nur die Lost Chapters Edition.
Und ich würde die Anniversary Edition auch nicht empfehlen, auch wenn sie grafisch etwas aufgehübschter natürlich ist. Aber eine Sache, die mir sehr negativ im Kopf geblieben ist, ist die fürchterliche Menüführung. Also wirklich grottenschlecht, und die war nicht so schlecht in der Lost Chapters Edition. Darüber habe ich mich ständig geärgert. Das war ein Punkt, der mir manchmal wirklich Frustration, also der bei mir für Frustration gesorgt hat, war wirklich die schlechte Menüführung. Und das natürlich wertet dann das Spiel in manchen Momenten so ab, weil du einfach denkst, ich kann irgendwie gar nicht vernünftig mit dem Menü arbeiten. Manchmal will man nur irgendwie ein Buch lesen und es scrollt automatisch runter und ich kann nicht mal selber scrollen und bestimmen, wie schnell das hoch und runter geht. Also solche Kleinigkeiten, die aber wirklich einen ärgern können. Ja, stimme ich dir zu. Ich habe ja, wie gesagt, auch erst einmal die Anniversary Edition gespielt, also kürzlich. Und normalerweise spiele ich Fable ja wirklich mit Tastatur und Maus. Und ich fand auch die Steuerung allgemein so grottig. Also man konnte, glaube ich, einstellen, so Klassik-Steuerung oder auch die Anniversary-Steuerung, wenn ich mich jetzt enttäusche. Und ich musste dann ganz schnell auf den Controller wechseln, weil ich bin mit der Steuerung nicht klarkommen. Und gerade mit dem Controller ist die Menüführung noch viel schlimmer. Also auch das Umschalten, wenn man seinen Charakter ausbauen möchte in Stärke, ich habe mich so oft verdrückt, es ist einfach nur frustrierend gewesen. Also ich verstehe dich voll und ganz. Ja, es ist so merkwürdig, dann fragt man sich, für was diese neuere Auslegung der Steuerung denn gewesen ist, weil wenn es jetzt für Controller ungeeignet ist, aber für den PC auch, wofür soll es denn sein? Naja, ich denke mir mal, vielleicht haben sie sich dabei gedacht, Spiele altern ja manchmal auch schlecht und man muss an der Steuerung feilen, und da hat sich ja jemand gedacht, gut, wir machen jetzt da mal eine andere Steuerung, vielleicht ist die für unsere Zielgruppe genau richtig. Ja, das ging wohl nach hinten los. Absolut. Ich muss aber auch sagen, so schön fand ich die Anniversary Edition eigentlich auch nicht. Also klar, manche Texturen waren ein bisschen schärfer und Lichteffekte waren halt überarbeitet. Das ist, glaube ich, eins der großen Punkte gewesen, dass man bessere Licht- und Schatteneffekte hatte. Aber im Gesamtbild ist das dann auch so, die alte Grafik war ja auch schon sehr comichaft und die hatte auch ihren eigenen Stil und eigenen Charme. Da wirkten manche Charaktere, wirkten zum Beispiel ganz anders als im Original. Selbst der Held, fand ich, sah ganz anders aus. Am schlimmsten war ja der Gildenmeister. Der Gildenmeister hatte in der Originalversion etwas einen größeren Schnauzer. Und in der Anniversary Edition hatte er einfach so, der Schnauzer ist kleiner ausgefallen und man hat seine Lippen mehr gesehen. Und ich dachte, mein Gott, ist das ein Kartoffelgesicht? Also, ich fand die Charaktermodelle allgemein, also da kann man die ganzen NPCs durchgehen, die fand ich jetzt nicht gerade ansprechend. Ja, manche waren besser, manche waren schlechter, je nachdem. Also wirklich keine gleichbleibende Qualität, was auch irgendwie schade ist. Aber sonst so die Grundstimmung und Lichteffekte und so, das war alles ein bisschen aufgehübscht. Aber wenn ich es nochmal spielen würde, würde ich die Lost Chapters Edition spielen. Das habe ich auch am Ende des meines Let's Plays so als Fazit dann gesagt. Mhm. Ja. Ja, nichtsdestotrotz, ich muss trotzdem sagen, ich hatte trotzdem eine schöne Zeit mit dem Spiel und ich habe mich auch irgendwo wieder in dieses Fable-Feeling reinfuchsen können. Aber ich gebe dir da recht, dass ich würde auch lieber zur Lost Chapters Edition greifen. Zumal die Anniversary Edition trotzdem auf Steam 30 € kostet und die Lost Chapters Edition, lass mich lügen, 10 € und es ist eigentlich das gleiche Spiel, bloß halt nicht remastered. Ja, aber dafür mit angenehmerer Steuerung. Absolut, und eine Menüführung. Ja. Ja, eine Sache, die man ja auf jeden Fall machen kann, es gibt ja diesen, haben wir eben schon kurz drüber geredet, gut oder böse Weg. Und die Entscheidungen sind da meist ja auch sehr simpel gehalten. Also der böse Weg ist zum Beispiel, hilft den Banditen, und der gute Weg ist, hilft den Wächtern, gegen die Banditen zu kämpfen. Mhm. Das ist ja oft so. Aber es gibt ja auch diese richtig heftigen Entscheidungen, wo du dir fragst, wo ich mir auch am Ende gesagt habe, so, eigentlich ist das gar kein Kinderspiel, auch wenn es nach außen hin diesen Eindruck erweckt. Weil es gibt wirklich sehr drastische Entscheidungen, die man treffen kann. Und da frage ich mich, es war, glaube ich, auch ab 12 freigegeben. Oder vielleicht sogar ab 12. War es ab 12? Ab 12. Ja, und dann denkt man sich so, ja, ein 12-Jähriger, das ist schon teilweise echt krass. Ich meine, gerade heutzutage sehen 12-Jährige wahrscheinlich sowieso schlimmere Dinge, als wir in unserer ganzen Kindheit zusammen gesehen haben, in einem Tag. Wahrscheinlich, Aber das fand ich jetzt schon echt krass, wie brutal auch dieses Spiel sein kann und dass diese comichafte Grafik das so ein bisschen abschwächt. Aber an sich, wenn man mal darüber legt, was da alles passiert, das ist schon sehr blutrünstig teilweise.
Du musst dir auch mal überlegen, wenn du jetzt beispielsweise, jetzt gehen wir mal von den Entscheidungen weg und du bist jetzt einfach nur in einem Kampf mit den Banditen. Du kannst ja, wenn du ein gefuchster Schwertkämpfer bist, den Banditen so lange dreschen, bis er ja bewusstlos ist. Und wenn du dann noch einen Ausfallschritt machst, dann kannst du ihn den Kopf abschlagen. Ja. Und ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, wenn der Kopf neben dir liegt, kannst du ihn anvisieren und wenn du dann auf Attacke drückst, dann kickt der Held den Kopf weg. Ja, und ich meine auch solche Details, das ist halt schon sehr brutal eigentlich, wenn man überlegt. Klar, will man halt auch diesen bösen Helden spielen können, der sowas macht, ne? Ja. Ich meine, es gibt auch so ein Detail, wie du gerade sagst, mit dem Bewusstlos, wenn die Leute da auf dem Boden liegen, kannst du auch reinstechen, das erinnert auch an Gothic wieder. Die liegen da nur bewusstlos, dann kannst du sie abstechen, wenn sie auf dem Boden liegen. Aber trotzdem, auch manche Sachen in der Hauptquest, ich denke, wir können auch einfach spoilern hier, ne? Für die Leute, die die sollen sich mal kurz die Ohren zuhalten, wenn die jetzt keinen Spoiler zur Story hören wollen, aber ein Spiel, was so lange draußen ist, da kann ich jetzt nicht versprechen, dass wir hier spoilerfrei sprechen. Nein, das ist ein altes Spiel, verdammt. Ja, also du hast die Entscheidung zum Beispiel ja deine eigene Familie umzubringen, ne? Und das ist schon so ein sehr krass, ne? Wenn man das gerade einem 12-Jährigen zumutet. Ich glaube, da denkt man gar nicht so drüber nach. Aber es ist immer wieder interessant, wenn man als Erwachsener zu diesen Spielen zurückkommt, wie brutal diese Spiele dann doch sein können. Und dieser comichafte Look, der verfälscht das immer. Absolut. Und auch manchmal die Reaktion von den NPCs. Wenn man dann, Achtung Spoiler, wenn man da an die Schwester denkt, am Schluss der Hauptstory vom Hauptspiel, hat man ja die Wahl zwischen einem magischen Schwert und oder dass die Schwester lebt. Und die Schwester sagt es auch so ganz harmlos, nimm ruhig das Schwert, wenn du es brauchst, irgendwie und töte mich oder wirf es in den Abyss. Es wird halt auch so verniedlicht, so, naja, streck mich halt nieder, wenn du das Schwert brauchst. Ist halt so. Ja, ja. Also da, das ist schon krass. Ich weiß gar nicht, ob man sich da gar keine Gedanken drüber gemacht hat oder ob das sogar gezielt so ist. Ich weiß es nicht, weil man kann ja nie in den Kopf der Entwickler reingucken, was sie sich letztendlich dabei gedacht haben. Aber mir ist das halt nur aufgefallen und das habe ich als Kind auf jeden Fall nicht so wahrgenommen. So, also ich war richtig schockiert teilweise darüber. Selbst wenn man überlegt, in den ersten Spielminuten ist das ja schon. Du bist ein Kind, machst da ein bisschen Blödsinn oder bist ein lieber Junge im Dorf und dann greifen Banditen an und im ersten Moment sieht man schon, wie Dorfbewohner abgeschnetzelt werden und der kleine Junge sieht das alles, ne? Und ist halt total verzweifelt und heult und, ne? Das ist schon eigentlich heftig für diese Art Spiel. Ja, und vor allem muss man auch sagen, die Wendungen, was im Spiel sind, die nimmt man als Kind, sage ich mal, jetzt nicht so bewusst wahr, aber wenn man mal drüber nachdenkt, gerade im Erwachsenenalter und spielt jetzt nochmal, wie viel Verrat und alles Mögliche in dem Spiel dabei ist, heftig. Also ich hätte es auch eigentlich für eine ältere Zielgruppe veranschlagt. Ich glaube aber eigentlich, die Altersbeschränkung macht wirklich diese, sage ich mal, diese Comic-Optik aus. Ja, das glaube ich auch und das ist aber irgendwo eigentlich krass, wenn du das auf, wenn das eine realistische Grafik hätte, was damals vielleicht auch nicht möglich war, aber dann wäre es auch wahrscheinlich schlechter gealtert, so im Nachhinein. Wahrscheinlich. Aber wenn man dir zum Beispiel so ein Spiel wie Gothic nimmt, was ja auch ein sehr raues Setting hat, selbst das weist nicht diese Brutalität auf, wenn du es nicht provozierst. Weil die Leute, die dich wirklich umbringen wollen, das ist eher im Late Game. Und da sind dann auch schon bestimmte Story-Ereignisse passiert, die ja auch sehr drastisch waren und deshalb rechtfertigt das dann das schon eher, weil da generell Krieg ist, wie die Gardisten wollen dich am Ende umbringen. Mhm. So, ne? Und das ist ja ganz klar, weil sie die Mine erobert haben. Und wenn du dann da hingehst, dann würden sie dich auch umbringen, weil sie sich mit der Armbrust anschießen. Aber am Anfang des Spiels wirst du oft verprügelt, wenn du dich blöd anstellst. Aber dich wird keiner direkt umbringen. Das ist ja wirklich in den seltensten Fällen so. Ja, es ist ja auch so, auch wenn du ja allgemein mit den Charakteren kämpfst, du verlierst, du liegst am Boden, das Schlimmste, was dir passieren kann, die rauben dich aus. Und genauso, wenn du jemanden umschlägst, hast du ja die Wahl, lasse ich ihn aufstehen oder ich muss nochmal explizit einen Knopf drücken, um den wirklich umzubringen. Und da hat man, ja, hast du recht, hat man mehr drüber nachgedacht, sage ich mal. Ja, und vor allen Dingen ist es dann so, dass wenn du jemanden umbringst, dann hat das sofort Konsequenzen, wenn andere NPCs das sehen. Also ein Mörder, klar, wenn du jetzt stärker bist und schwächere NPCs daneben stehen, dann haben sie Angst, dann laufen sie weg. Oder sagen halt, keine Panik, hast gewonnen, aber andere NPCs, wie du würdest einen Novizen umbringen, ein Templer sieht das, dann würde dich der Templer dafür zur Rechenschaft ziehen und dich auch umbringen. Aber dafür musst du erstmal die böse Tat begangen haben. Genau. Der Templer wird nicht einfach so dich umbringen.
Und bei Fable ist es ja schon so, dass direkt die Banditen, die töten dich sofort. Ne? Da hast du keine Wahl. Klar ist das auch ein anderes Setting. Du bist so ein Held und die jagen Helden oder sind halt gegen. Die Helden sind halt die klassisch Bösen. Ich meine, ne, gut-böse Geschichte ist da ja sehr einfach definiert. Ne? Der Bandit ist böse, der Held ist gut. Also ich glaube auch, mal gelesen zu haben, ist aber schon länger her. In der Vorgeschichte muss das früher mal, also dieses Albion, in dem das Spiel spielt, muss ja ein Königreich gewesen sein und es wurde einfach von Banditengruppen und alles Mögliche zerschlagen und es herrscht eigentlich in dem Land nur noch Angst und Gewalt und dafür ist die Heldengilde ja da, um mehr oder weniger für Schutz zu sorgen. Mhm. Aber nagel mich nicht fest, das habe ich mal, glaube ich, vor Jahren gelesen und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das jetzt auch so richtig wiedergebe. Nee, ich meine, es ist nur interessant, wenn man das so vergleicht, wie man als Kind das gar nicht so wahrnimmt, dass es vielleicht so viel Brutalität in diesem Spiel gibt. Und im Vergleich dann zu Gothic, dass selbst Gothic, was eigentlich an sich das rauere Setting hätte, grundsätzlich würde man denken, dann doch weniger Brutalität aufweist. Und beide Spiele, also klar, Gothic ist dann noch mal eine Ecke älter, aber trotzdem, ne, es ist einfach interessant. Und beide sind ja ab 12. Ne? Beide ab 12, ja. Ja, deswegen. Das war einfach so der Vergleich, den ich da gerade ziehen wollte. Ne? Ich fand's auch als Kind, als ich das erste Mal gespielt habe, also ich war damals 13 Jahre alt und du kannst dich ja bestimmt an Litchfield Friedhof erinnern. Mhm. Ich fand dieses Setting auch damals sehr, sehr gruselig. Da ist ja auch so ein Skelettkrieger, den du da seine Rüstung zurückbringen musst und der flüstert ja die ganze Zeit aus dem Grab. Und ich fand diese Atmosphäre, die das Spiel schafft, so gruselig. Auch wenn du dann diesen Friedhof passieren konntest, hörst du ja auch noch Stimmen und Zombies kommen aus dem Boden raus mit Geschrei. Es ist schon, also es kann auf einen 12-Jährigen schon wirklich beklemmend wirken. Ja, ja. Und ich meine, viele spielen ja auch Spiele, die ab 12 sind, auch noch früher. Ne? Ne? Das wird auch bestimmt 7-8-Jährige gegeben haben, die das Spiel spielen. Absolut, ja. Ne? Und da ist das wahrscheinlich dann noch eher so. Und das kann ich bestätigen, wenn Fable eine Sache sehr gut geschafft hat, dann war das so eine, also gute Atmosphären zu erzeugen. Und das kann eine sehr schöne Atmosphäre sein, wie wenn du einfach am Tag durch den Wald läufst und da schöne Musik trillert im Hintergrund. Aber es kann auch dieses Gruselige oder dieses Horrormäßige sein, ne? Ich denke auch gerade nur, da gibt es ja auch diese Gefängnisszene, wo du dann wirklich auch eingekerkert bist. Und da hört man ja auch, dass der Held dann auch gefoltert wird und sowas. Und dann ist da auch diese beklemmende Musik und die ganze Atmosphäre. Ist alles schon sehr, sehr düster. Ne? Aber ja. Auch dann wieder mit diesem Witz versehen. Und das wäre so ein nächstes Thema, was ich noch ansprechen würde, so generell der Humor von dem Spiel. Aber zum Beispiel, da bist du ja in diesem Gefängnis und dann sitzt du da und dann hast du dieses, da gibt's ja so einen Wettlauf, den du machen musst mit den anderen Gefangenen. Und richtig, dann kommst du in die Zelle des Gefängnisleiters und dann trägt er dir so ein Gedicht vor. Immer wieder. Und dann nimmt es halt so diese Ernsthaftigkeit dann komplett raus einfach. Was trällert dir da vor? So irgendwas über Gedichte über diese Lady Grey oder irgendwas war das, oder? Ich glaube, das sind ganz allgemeine Gedichte, so die er selbst verfasst hat, aber die so total schlecht sind. Ne? Also, aber ich meine, nur dieser Humor ist ja dann auch etwas ganz Besonderes bei Fable. Teilweise auch schlecht gealtert, aber viele Dinge sind, also manchmal ist der Humor sehr albern, zu albern, dass ich es dann auch nicht mehr witzig fand. Da denke ich, ist wirklich eine jüngere Zielgruppe angesprochen. Manche Witze hingegen sind wieder ganz klar für eine ältere Zielgruppe, weil alleine wie absurd das ist, wenn du in die Schule gehst und den Kindern irgendwas über, also du kannst ja total die bescheuerten Bücher da vortragen. Und dann redet der Held da auch über quasi den Geschlechtsakt und stellt es dann auch so dar vor den Kindern und macht da irgendwelche Gestiken oder man redet über das Töten von Menschen oder über böse Helden und so und dann haben die Kinder alle Angst. Und das ist zum Beispiel so ein Humor, den versteht man ja als Kind wahrscheinlich gar nicht. Ja, absolut. Da fällt mir auch gerade ein, wenn du ja den Kindern diese Bücher da mitbringst. Die machen ja dann auch die Gesten danach. Also wenn du sagst, du bringst das Buch, die Sockenmethode über den Sexualakt, dann siehst du ja die Kinder, wie die dann so Hüftschwungposen machen oder Bücher über, wie man Balverine tötet oder irgendwas. Dann siehst du, dann hörst du auch von den Kindern so, ich hau dir jetzt aufs Maul, ich stech dich ab. Ja, also, genau, ja. Sehr beeinflussbar, ja. Ja, und ich meine, das ist ja sowas, das man als Kind wahrscheinlich auch nicht so wahrnimmt. Und deswegen haben sie da wahrscheinlich dann auch bewusst eine ältere Zielgruppe da mit diesen Witzen auch teilweise angesprochen. Aber ich meine, das passiert überall, das passiert auch in Disney-Filmen. Das sind hin und wieder auch, oder im Pixar-Film. Dann ist das eigentlich ein Kinderfilm, aber manche Gags sind ganz klar für Erwachsene. Die kann man so als Kind gar nicht verstehen. Das gibt's ja immer wieder. Ne? Ja.
Und ja, ich denke, das findet dann bei Fable halt auch sich wieder. Und ja, der Humor an sich, wie gesagt, manchmal war er mir viel zu albern, dass ich dachte, okay, das ist so dumm, ne? Aber an anderen Stellen musste ich halt auch sehr lachen. Aber viele Dinge ergeben sich dann auch, dann ist es einfach so eine Situationskomik, ne? Vor allem trockener englischer Humor einfach. Da geht wahrscheinlich bei der Übersetzung auch viel flöten, denke ich, bei der deutschen Übersetzung. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, hast du das auch so wahrgenommen, dass es gab, also die Sprecher, die vertont haben, die haben mir sehr gut gefallen, aber es gab viel zu wenige von denen. Ja, die Stimmen haben sich oft wiederholt. Also wirklich sehr oft, also noch öfter. Bei Gothic hast du ja auch zum Beispiel so, ich glaube, 15 Sprecher. Ja. Oder 16, irgendwie sowas, bei Gothic 1. Und die wiederholen sich ja auch schon recht häufig. Aber die verstellen ja auch immer wieder die Stimmen, dass du es nicht direkt, also vielen fällt das dann nicht direkt auf. Wobei ich den Eindruck hatte, dass die Hauptcharaktere oder sagen wir mal die NPCs, mit denen du intensiver zusammenarbeitest, schon jeder seinen eigenen Sprecher hatte. Das ist aber auch nicht so. Also ich habe mal drauf geachtet. Also teilweise, da ist ja dieser, zum Beispiel dieser Held Donner, ne? Der hat die gleiche Stimme wie jede Stadtwache. Der hat auch die gleiche Stimme dann wie dieser Ortsvorsteher von diesem Wikingerdorf. Und wenn du das einmal gehört hast, dann denkst du dir so, okay, die haben wirklich die gleiche Stimme. Klar, verstellt er mal hier seine Stimme. Mhm. Und mal redet er anders. Alle Banditen haben fast die Stimme von Brendan Fraser, falls du den Schauspieler kennst. Da sind ja auch viele, zum Beispiel die Stimme von Sanji von One Piece für die Anime-Gucker oder von Marshall Erickson von How I Met Your Mother, die ist ja auch dabei. Der spricht echt? Auch sehr viele, ja, richtig viele NPCs werden von dem gesprochen. Hast du da ein Beispiel für mich? Erinnerst du dich an diese Quest, wo so ein Typ im Gildenwald ist und Pilze will oder eine Frau will und so einen Liebesbrief schreibt? Da fällt es mir gerade ein, dass er das auf jeden Fall ist, der Sprecher von Marshall Erickson. Oder dieser Typ in Bowerstown, der dir sagt, du sollst hier verschiedene Frisuren und Bärte machen, um seine Tochter kennenzulernen. Das ist auf jeden Fall der auch. Okay. Der spricht halt sehr viele normale Dörfler-NPCs. Okay, das wäre mir jetzt so gar nicht aufgefallen. Ja, zum Beispiel, mir ist das aufgefallen, wenn du dann vergleichst, wie oft die Sprecher vorkommen, dann gibt es wahrscheinlich wirklich nur 10 Stück oder so. Und die vertonen dann immer wieder die gleichen Charaktere. Also ich glaube, der Gildenmeister kommt wirklich nur einmal vor. Der hat dann wirklich nur den Gildenmeister vertont. Ist ja auch ein bekannter Sprecher. Weiß jetzt gar nicht von wem, aber ist ein bekannter Sprecher. Und also die Sprecher, die machen ja auch einen guten Job, aber es ist einfach dann so, fällt das halt auf. Aber das lag vielleicht auch zur damaligen Zeit und einfach deutscher Markt und dann kam das Spiel raus und man wusste nicht, deutsche Synchro, wie viel Geld soll man da jetzt investieren, weil Sprecher kosten ja auch ihr Geld und sollen ja auch fair bezahlt werden und da hat man vielleicht gesagt, ne, machen wir ein bisschen weniger Sprecher. Ich glaube mal auch, dass es, du hast heutzutage viel mehr Möglichkeiten. Ich meine, wenn ich das zum Beispiel bei dir in dem Podcast immer so mitbekomme, wenn dann irgendwelche Gothic-Mods oder so anstehen, da schreiben mir viele, wir brauchen Sprecher und gerade übers Internet kommen dann schon viel zusammen. Und man hat auch jetzt mittlerweile die Technik zu Hause, wo du das auch echt gut aufnehmen kannst. Und das hast du damals 2004, als es rauskam, einfach nicht gehabt. Das stimmt auch, aber ich meine, die Sprecher, die gerade so bei Gothic-Mods vertonen, das sind ja in den meisten Fällen Hobbysprecher. Oder wenn auch, also sage ich trotzdem Hobbysprecher, auch wenn da Sprecher mit teilweise mehr Erfahrung sind, aber in der Regel sind es eher Hobbysprecher. Es gibt hier und da mal einen Schauspieler, der mithilft, da wäre zum Beispiel Martin Sabel, der hat ja schon öfter bei Gothic-Mods gesprochen. Das merkst du dann ganz klar raus, der sticht jedes Mal raus, weil du merkst, der Profi ist da am Werk, ne? Weil der spricht auch in Filmen mit, der spricht in Serien mit, der hat in vielen großen Titeln mitgesprochen und wenn er dann in so einer Gothic-Mod auftaucht, dann ist das immer wieder beeindruckend, dass er da mitspricht. Aber die meisten Leute gerade in den Mods, die sind ja Hobbysprecher und ich glaube, klar gab es damals nicht die Möglichkeit, das einfach von zu Hause aus zu machen, denke ich. Aber ist ja schon ein Unterschied, ob du professionelle Sprecher hast oder Hobbysprecher, ja. Was mir da an der Stelle einfällt, ich weiß nicht, kennst du das Spiel Technomage? Ich hab's schon gehört, aber ich hab's nicht gespielt. Aber ich weiß auch gerade, ich hab dazu gerade nichts im Kopf, muss ich sagen. Das war, glaube ich, so 1999 ein Spiel, das für PC und PlayStation 1 rauskam. Und es ist so ein kleines bisschen so ein Legend of Zelda-Klon, würde ich jetzt mal sagen. Und das Spiel stammt von einer deutschen Spieleschmiede. Ich glaube aus Hessen, Frankfurt, bin mir aber nicht sicher. Und die haben damals zur Vertonung
zumal professionelle Sprecher gehabt und haben aber auch Inserate in der Zeitung aufgegeben, dass sie Sprecher suchen. Also da konnten sich dann Fans bewerben und konnten für das Spiel einsprechen. Hört man zwar beim Spiel dann auch raus, wer die Profis sind, aber ja, das war auch eine gute Möglichkeit, sage ich mal, dass du viele Sprecher und viele Charaktere vertonen konntest. Ja, vor allen Dingen, wenn Leute das regelmäßiger machen und mit ihrer Stimme gut arbeiten können, dann ist das ja auch keine schlechte Sache. So gibst du ja auch mal neuen Stimmen eine Chance. Aber ich glaube, mittlerweile ist das so überrannt, dieser ganze Markt, und viele Leute versuchen einfach Synchronarbeit zu machen. Und klar, wenn das so hobbymäßig mache ich ja auch hier und da mal Synchronarbeit, aber das ist ja nichts, was man mit professionellen Sprechern vergleichen kann, weil die machen eine Schauspielausbildung in der Regel. Mhm. Ne? Die lernen das ja richtig. Das ist ja nicht einfach so. Ne? Je nachdem, wie du was sagst, mit welcher Betonung, mit welcher Stimmlage, du kannst so unterschiedliche Auswirkungen damit erzeugen, ne? beim Zuhörer. Das merkt man auch, wenn man mit so einem erfahrenen Sprecher wie mit Bodo Henkel war bei uns im Interview mal, wenn du mit ihm sprichst, wie einfach er auch seine Tonlagen oder Dialekte und alles umswitchen kann, weil er seit Jahren mit seiner Stimme arbeitet und so routiniert da drin ist, ne? Und der hat ja auch diese ganze Studioerfahrung. Da kann halt so ein Hobbysprecher, der jetzt gecastet wird, natürlich nicht mithalten. Ne? Ich denke mal, du wirst das ja auch mitbekommen, wenn du selber deine Videos machst und einsprichst. Ich weiß nicht, ist es bei dir auch so oder war es am Anfang so, dass du viele Aufnahmen machen musstest, bis es dir getaugt hat? Oder würdest du sagen, es flutscht bei dir jetzt schon mittlerweile so durch? Also die, gerade bei so einfachen Sachen wie Let's Play-Aufnahmen, da spreche ich ja einfach durch. Das ist eine Start-Stopp-Aufnahme. Und auch wie bei diesen Podcast-Formaten ist ja auch eine Start-Stopp-Aufnahme. Und wenn ich mich wie jetzt verhaspel, dann ist das halt so. Ich bin auch nur ein Mensch, ne? Ja, logisch. Manchmal zum Beispiel, was ich oft mache, ist M und Ö sagen, was mich immer stört, weil man könnte ja auch einfach eine Pause machen. Das passiert mir tatsächlich sehr oft, wenn ich nachträglich mal in die Podcasts reinhöre. Aber man ist ja auch trotzdem routinierter geworden. Wenn ich das mit den ersten Videos vergleiche, mit den ersten Podcast-Aufnahmen, je mehr du mit deiner Stimme arbeitest, desto routinierter wirst du natürlich. Ist ja mit allen Dingen so. Richtig. Und wenn ich jetzt ein Video aufnehme, was ich halt bis heute nie mache für Videos oder auch selbst für kürzere Videos, wo ich irgendwas vorstelle oder so, ich mache mir kein Skript. Ich spreche einen Satz frei und den spreche ich dann so lange, bis ich halt zufrieden bin, aber ich mache mir kein wirkliches Skript, was ich ablese. Ne? Also das mache ich bei den Challenge Runs so oder bei allen möglichen Videos, die ich mache, bei den Videoformaten, da gehe ich dann halt durch und spreche einfach frei und sag den Satz so lange, bis er mir gefällt. Und so handhabe ich das. Viele Leute machen sich aber klassisch ein Skript und lesen das dann runter. Ne? Das kann man natürlich auch machen. Da hast du halt vorher die Vorarbeit. Ich merke dann, ich finde, man kann natürlicheres Bild erreichen, wenn man sich kein Skript macht. Aber mir sagen dann auch manchmal Leute, hey, das Video klingt so, als würdest du es einfach ablesen. Auch wenn ich mir kein Skript gemacht habe, weil ich dann etwas betonter spreche. Ja, es kommt auch manchmal echt rüber, wenn du es mehr oder weniger abliest, sage ich mal. Wenn man frei sprechen kann, dann sollte man es auch machen. Es lockert ja auch das Video auf. Ja, und deswegen mache ich auch gerne diese Podcast-Formate, wo man einfach frei sprechen kann über ein Thema. Und dafür ist auch gerade dieser Gequatscht-4-Podcast da, dass man über ein Thema reden kann, aber wenn man auch mal zwischendurch abdriftet, ist es auch nicht verkehrt. Das ist ja einfach so ein lockeres Format, genau so war es angedacht, weil man sich gerne mit verschiedenen Leuten mal trifft im Netz und da mal spricht. Und ich mag das Format sehr gerne und das sorgt auch für so eine kleine Abwechslung zu den anderen Sachen, die ich so mache. Und ja. Es lässt sich ja auch schön nebenher hören. Also man muss es ja nicht immer konzentriert anhören. Man kann es ja schön auch im Hintergrund laufen lassen. Es ist eine feine Sache, was du da aufgezogen hast. Ja, danke schön. Es freut mich auch, dass viele Leute, dass das vielen Leuten gefällt, dass sie es nebenbei beim Arbeiten hören oder beim Autofahren oder beim Zocken oder wo auch immer. Ne? Und das soll ja auch diese kleine Unterhaltung für zwischendurch dann auch sein, die man so nebenbei hören kann. Ne? Also, und mir macht das ja gerade Spaß, so verschiedene Dinge zu machen. Wenn ich jetzt nur Gaming-Videos machen würde, stumpf, dann wäre mir das, glaube ich, auch zu langweilig. Wenn ich nur Let's Plays machen würde oder ich würde nur Challenge-Runs machen oder ich würde nur Podcast machen. Deswegen mag ich halt die Abwechslung und bin dann froh, wenn ich mal einen kurzen Sketch mache oder dann mal wieder Musik und dann mal wieder einen Podcast. Dann habe ich so eine schöne Abwechslung. Und dann macht mir das Ganze hier auf YouTube viel mehr Spaß, als wenn ich immer nur mich auf eine Sache fixiere. Das heißt natürlich dann auch im Umkehrschluss, dass du nicht immer alle Leute abholst. Ja, das ist klar. Das ist ja auch okay. Ne?
Ja, ich finde, man sollte trotzdem das machen, worauf man Bock hat, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmes, wenn man auf Auftrag, sage ich mal, arbeitet. Ja, für manche Leute mögen das ja auch, ne? Das muss ja halt jeder für sich entscheiden, ne? Für dich ist das dann schlimm, für mich vielleicht auch, aber der einer sagt, boah, ich mache am liebsten nur Auftragsarbeit. Ich will, dass mir jemand genau sagt, wie er was haben will, und dann mache ich es genau so, ne? Weil es gibt ja zum Beispiel viele Leute, die cutten Videos für andere. Es gibt viele Streamer, die haben ja Cutter, die immer nur den Content von anderen Leuten cutten. Ja, und denen macht das dann Spaß. Und die, ne, wenn der Streamer, die dann noch fair bezahlt, ist doch auch super, wenn die dann Spaß haben, ist ja auch dann für jeden super, ne? Weil, und das wäre für mich zum Beispiel nichts, weil ich will nicht, dass ein anderer nochmal über meine Sachen drüber guckt und sagt, das würde ich aber anders machen. Weil ich mache ja das, was mir gefällt, und wenn ich erlebe das ja auch oft, dann machst du irgendwas und dann sagt jemand aus dem Kommentarbereich, noch besser wäre es gewesen, wenn du das so und so gemacht hättest. Und manchmal sehe ich das auch ein, manchmal sehe ich, okay, stimmt, das ist keine schlechte Idee, aber manchmal denke ich mir auch, nee, ich wollte es ja genauso. Und dann bin ich ja froh, dass ich mich mit niemandem absprechen muss. Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen, von Fable, aber ist ja auch nicht schlimm. Habe ich auch noch gerade gesagt, dass das mal passieren kann in so einem lockeren Podcast. Ja. Wir waren stehen geblieben, gerade noch bei dem Vergleich zu Gothic, so ein bisschen mit der Gewalt im Spiel und dass das so ein bisschen verharmlost wird durch die Grafik. Dann hatten wir jetzt die Sprecher. Aber sonst im Gesamtpaket, also es gibt hier und da ein paar kleine Macken, die mir aufgefallen sind, aber im Gesamtpaket ist das, was Fable anbietet, wirklich ein tolles Erlebnis. Ne? Mit interessanten Geschichten, mit einer interessanten Fantasy-Welt, wo man auch gerne mehr erfahren würde. Nur, wenn ich dann an Fable 2 und 3 denke, wir haben kurz vor der Aufnahme schon kurz drüber geredet über Fable 2. Also, ich habe das einmal wirklich gespielt, aber ich kann mich an nichts mehr erinnern. Und bei Fable 3 ist es ähnlich. Die waren mir sehr, also zu weit weg vom Original, da hatte ich damit keinen Spaß mehr. Und wie ist es da bei dir? Ich habe es ja vorhin schon mal am Anfang gesagt, ich habe ja das Fable 2 durch einen Kumpel mal angespielt und war eigentlich erstmal interessiert, da mir das Fable 1 ja so gut gefallen hat. Und wie ich es schon vorhin gesagt habe, da waren mir die Abschnitte der Welt einfach zu groß und man hat sich da auch ein bisschen verlaufen. Also so habe ich es damals in Erinnerung gehabt und es war mir einfach von diesem guten Grundprinzip, was das Spiel hatte, einfach ein bisschen over the top und ich habe, wie gesagt, nur so den Anfang mal gespielt. Dann hast du ja auch noch einen Hund dabei, mit dem du spielen kannst. Das war mir dann alles zu viel des Guten und beim Fable 3, das habe ich dann gar nicht mehr gespielt. Ich habe mir zwar bei GameStar mal so die Review angeschaut und da hat mir auch das Setting schon nicht mehr gefallen. Das war dann schon so, so barockes Zeitalter, glaube ich. Oder es sind auch schon Musketen und so dazugekommen. Und das war mir einfach zu viel. Also ich möchte da schon wirklich in diesem Mittelalter-Fantasy bleiben. Ja, ich mag das Setting dann auch am liebsten im Mittelalter. Fantasy, das ist auch das, was mich bei allen Spielen begeistert. Wenn es da mal kleine Sachen gibt, die so abdriften, okay, ne? Aber so das grundlegende Setting mag ich auch am liebsten im Mittelalter-Fantasy. Deswegen ist auch zum Beispiel, das merkt man auch bei uns in der Gothic-Community, deswegen kommen ja auch so neue Piranha-Bytes-Spiele schlechter an, weil sie auch so weit weggehen vom Mittelalter-Fantasy-Setting. Ne? Ist irgendwo schade natürlich, wenn man nicht das bekommt vom Entwicklerstudio, was man sich dann vorstellt, wenn man den ersten Teil mochte und dann geht es dann irgendwie in eine andere Richtung. Bei Risen 1 war es ja genauso, hat es noch so ein schönes mittelalterliches Setting und dann Risen 2 auf einmal war es ein Piratenspiel und der Held war ein ganz anderer, die Welt war eine ganz andere. Wobei ich da noch sagen muss, das Setting fand ich okay, es war mal was anderes, aber es war dann halt auch vom Gameplay zu weit weg, wieder ein anderes Thema. Nur bei Fable ist es halt genauso. Ne, dann hat sich da das Setting auch zu weit verändert. Und da ist auch bei mir gar nicht jetzt das Interesse, das dann noch mal zu spielen. Vor allen Dingen gibt es das dann auch nur für die Xbox. Ne? Ja, das Zweier auf jeden Fall. Das Dreier, glaube ich, gibt's auf dem PC. Aber wie gesagt, wenn du keine Xbox hast, dann musst du aufs Zweier verzichten. Und ich glaube zwar, dass die Storys nicht zusammenhängend sind. Kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber ja, ich bin da deiner Meinung. Wie gesagt, ich würde es auch total akzeptieren, wenn Fable 1 für sich alleine stehen würde. Ich fand, das Spiel hat einfach keine Fortsetzung gebraucht. Das war in seiner Story so, wie es war, genau richtig. Und am Ende hast du ja auch entscheiden können, wie möchtest du mit der Welt umgehen? Möchtest du sie beherrschen oder möchtest du Frieden stiften? Und das war doch ein super Abschluss für die Story. Ja, denke ich auch. Das sehe ich genauso, deswegen, das hätte es für mich auch nicht gebraucht. Also, wenn man eine Erweiterung machte, ich glaube, da ging es halt klar darum, dass die halt gesehen haben, okay, wir haben eine ganz klare Fanbase jetzt und wir wollen denen noch mehr geben.
Aber ich denke, die meisten Spieler, die Fable 1 mochten, mögen dann Fable 2 nicht. Vielleicht ist es dann bei Leuten anders, die Fable 2 zuerst gespielt haben. Ne? Mhm. Vielleicht mochten die das dann mehr. Ist ja auch oft so, dass man dann sagt, hey, ich habe das Spiel zuerst gespielt, deswegen mag ich die anderen Spiele nicht. Das erlebe ich selbst bei Zuschauern, die zuerst Gothic 3 gespielt haben. Dann sagen die auch, ja, Gothic 3 mag ich viel lieber als Gothic 1 und 2. Ne? Ja, verstehe ich. Ne? Und die haben das halt zuerst gespielt und haben damit ihre Erfahrungen gemacht. Du verbinden damit ihre Erinnerungen und deswegen interessiert sie das dann gar nicht. Denn, ne? Absolut, das ist ja auch okay. Ja. Jeder muss das so machen, wie er das möchte. Und das spielen, was er möchte. Aber ich hätte an der Stelle mal eine Frage an dich, und zwar, wie du das erste Mal Fable gespielt hast. Hast du das gleich mit Lost Chapters gespielt oder erstmal nur das Grundspiel? Nee, ich habe das auch am PC gespielt und es war gleich mit der Erweiterung. Und ja, deswegen, ich wusste erst lange gar nicht, dass es bei diesem Messerjack-Ende eigentlich dann zu Ende wäre, das Spiel. Und genau. Man muss ja sagen, das Spiel ist sehr kurz. Also ja. Ich glaube, ich habe 20, 25 Stunden irgendwie sowas gebraucht fürs Spiel. Ja, und ich habe mir wirklich alles angeguckt und alles gemacht, was ich gefunden habe. Vielleicht kann man noch, wenn du jetzt alles ausreizt und wirklich jeden NPC umbringst und jedes Haus kaufst und dann noch mehr Miete kassieren und noch mehr Geld scheffeln, also dann kann man wahrscheinlich da auch noch mehr Spiel schon rein verbringen. Aber es war auch nicht das, was mich reizt. Und wenn man nur der Story folgt, ich glaube, da kannst du selbst in 15, 20 Stunden da durch sein. So ist es. Ich meine, damals hatte ich nicht viele Spiele. Also Fable war eins der wenigen, die ich damals hatte. Also in diesem Rollenspielsektor, sage ich mal. Und wie du sagst, da habe ich das damals ausgereizt. Da habe ich probiert, was geht alles mit Häuser kaufen, Miete, Leute umbringen, noch mehr Häuser kaufen. Und ich glaube, da habe ich als Kind damals bestimmt meine 120 Stunden rein versenkt. Und okay, krass. Ja, man kann echt viel ausprobieren, wenn man das möchte. Aber ich habe jetzt auch bei meinem letzten Run auch, wie du sagst, so 20, 25 Stunden gebraucht und habe so von den Haupt- und Nebenquests vieles abgegrast. So diese ganz kleinen Nebenquests da, zum Beispiel mit den Schatztipps, das habe ich jetzt nicht mitgemacht. Das habe ich einmal gemacht und das hat mir dann auch gereicht. Und ja, sag mal so, es reicht ja auch, wenn du das da so 20 Stunden spielst. Das ist ja so, sag ich mal, entspanntes Zocken. Ja, auf jeden Fall. Es ist zwar kurz, aber es ist auch was Schönes für zwischendurch. Ne? Richtig. Dann denkst du so, okay, könnte ich mal wieder Fable spielen. 20 Stunden ist das Spiel vorbei. Weil heutzutage sind ja auch viele, gerade Rollenspiele, so grindlastig geworden. Selbst Spiele wie, nehmen wir mal Elden Ring als Beispiel, du hast halt so viel Content, dass du da locker 100 bis 150 Stunden in deinem ersten Playthrough halt verbringen kannst, wenn du alles sehen willst. Ja. Und das ist halt für viele Leute ganz klar zu viel. Ne? Also viele Leute sagen ja auch, ich habe keine Zeit dafür. Und das verstehe ich auch, weil man will ja auch nicht 8 Monate lang ein Spiel spielen. Absolut. Ich meine, auch wenn du berufstätig bist, Vollzeit arbeitest. Ich zum Beispiel, ich bin auch verheiratet, meine Frau möchte ja auch noch was von mir haben. Jetzt habe ich ja ein unbezahltes Hobby angefangen mit YouTube. Das toleriert sie alles. Aber trotzdem, sie sagt auch schon, ja Mensch, jetzt komm doch mal vom PC weg. Und da hast du auch nicht mal die Zeit, diese Mammutspiele zu spielen. Und klar. Da ist sowas wie Fable optimal. Da kann ich, wenn ich von der Arbeit heimkomme, mich 1-2 Stunden, da kommst du locker rein und kannst auch super nach 1-2 Stunden abschalten und kommst auch am nächsten Tag wieder super rein. Das ist genauso richtig für einen Feierabend. Ja, das stimmt. Ja, das ist auch irgendwo auch so ein Thema, wo man drüber reden könnte, wäre generell die Entwicklung von Rollenspielen und warum die immer grindlastiger werden und immer mehr. Und ne, gerade ich finde auch so Spiele sind jetzt nicht wirklich Rollenspiele, haben halt Rollenspielelemente wie diese letzten Assassin's Creed-Teile. Mhm. Also ich habe noch Origins und Odyssey gespielt und die waren so grindlastig am Ende. Die Welten sind auch wirklich wunderschön und riesengroß, aber irgendwann denkst du dir so, boah, ich bin erschlagen, ist einfach zu viel. Ne? Also bei Odyssey hätte ich fast wirklich aufgegeben. Ich habe dann wirklich auch bloß so das Valhalla gespielt wegen dem Setting, aber auch da gemerkt, auch so schön das Wikinger-Setting ist, das ist nichts mehr für mich. Das ist alles viel zu viel over the top. Ja, und mir ging es ja auch selbst bei den letzten Piranha-Bytes-Spielen, so bei Elex 1 und 2, die sind mir persönlich auch schon zu viel des Guten. Da waren mir die Welten zu groß und auch vieles, was man gemacht hat, fand ich zu belanglos, als dass es mir wirklich Spaß machen würde. Weil ich meine, in so einem Spiel wie Gothic 1, da gab es dann auch ein Late-Game, was wirklich sehr kampflastig war und so. Aber wenn du das dann auch auf so eine riesen Welt verteilst mit, ne?
Und gefühlt magst du das Setting dann noch weniger und die Charaktere, dann fühlst du dich noch weniger wohl da. So zumindest ging es mir so. Und ich glaube, ja, wenn man auch älter wird, dann, keine Ahnung, ne? Wir sind ja jetzt nicht uralt, aber wenn man jetzt älter wird, dann denkt man sich ja auch so, okay, das mochte ich vielleicht früher mehr und jetzt will ich halt was anderes, ein bisschen entspannter zocken und nicht so viel von allem. Richtig. Aber nochmal zurück zu meiner Ausgangsfrage, weil ich dich ja jetzt nach dem DLC oder nach den Lost Chapters gefragt habe. Ich wollte dich bloß mal so fragen, wie fandest du das DLC allgemein? Also du weißt ja jetzt, dass nach dem Kampf mit Messercheck eigentlich das Hauptspiel ja vorbei wäre. Und dann kam ja die Lost Chapters. Wie fandest du das DLC so im Allgemeinen? Also ich fand es eine schöne Erweiterung, weil man hatte dann noch mal ein bisschen mehr Spielzeit. Waren, glaube ich, die letzten 5 Stunden oder so, die ich da noch verbracht habe. Ich fand auch diese Winterregion schön, weil es gab ja noch kein Schneegebiet vorher. Doch, die Hochküste. Ja, okay, die Hochküste, stimmt. So, ja, stimmt. Aber so ein richtiges Schneegebiet mit so Außengebieten und so gab's nicht. Nee, die Hochküste war ja, glaube ich, ein Dorf, ne? Oder so, so eine Hafenstadt. Nur die Hafenstadt, richtig. Ja. Und da gab's dann ja auch nicht so viel zu tun. Da gab's, glaube ich, auch keine Nebenquests großartig bei der Hochküste. Und da war es dann schön, dass man dieses neue Gebiet hat, wo es ja auch so eine alte Ruinenstadt gab, die man erkunden konnte und diese Schneegebiete. Da war natürlich sehr viel Reskin dabei. Also dann ist halt der Steingolem ein Eisgolem und der Wolverine ist halt ein Weißer. Den kannte man auch schon vorher aus einer Quest quasi. Genau, die Erfrorenen waren dann einfach die Zombies vom Litchfield-Friedhof. Genau, und das ist halt so ein billiges Reskin-Modell einfach bei den Gegnern gewesen. Aber andererseits gab es auch einen schöneren Detailgrad, zum Beispiel in der Stadt, da hatten alle so Pelzmäntel an und sah ein bisschen anders aus. Und so vom Inhalt, ich glaube, es gab noch hier und da ein paar neue Waffen und Rüstung, die dazu kamen. Genau. Ein paar mehr Möglichkeiten. Also ich denke, es war ein schönes Add-on, kann man sagen. Also ich muss sagen, zu dem Add-on, ich fand, wie du schon sagst, die erweiterten Rüstungen und Waffen, die waren sehr gelungen. Das kannst du jetzt auch nicht wissen, wenn du das Original nie gespielt hast. Im Darkwood gibt es doch ein Bordell, richtig? Mhm. Und das gab es im Originalspiel nicht. Ah, okay, ja, stimmt, ja. Das wäre zum Beispiel auch noch so ein Thema über dieses, hier, ist das Spiel für Kinder? Aber ist ja wieder, aber ja, stimmt, das war auch neu, ja. Genau, und ich sage mal so, an dem Paket, was du bekommen hast, fand ich es ganz gut. Ich fand bloß dann die Story, die danach spielte, das war für mich einfach nur so Filler-Kram. Also, wir haben jetzt eine Erweiterung, wir müssen jetzt da was reintun. Es ist zwar schön, dass Messercheck in Dämonenform nochmal zurückkommt, aber so an sich, du hast ja eigentlich wirklich nur, geh dahin, hol dies, mach dieses, dann tanzt mal kurz vor dem Tor YMCA und dann kommst du rein und trittst gegen Messercheck an. Ich weiß, was du meinst, aber ich meine, man muss ja auch sagen, so die Story von, so es gibt ja ein paar Plot-Twists in der Hauptquest und dann überrascht das, was man dann im DLC sieht, dann nicht mehr, weil man hätte sich das auch denken können. Ne? Gab da auch ein paar nette Sachen, aber ich stimme dir zu. Im Allgemeinen ist das sehr simpel gehalten und also von der Story her, da hätte man sich schon was Schöneres ausdenken können, als am Ende kommt Messercheck nochmal wieder und ist halt in einer anderen Form zu sehen. Ich fand ja auch da den Endkampf gegen den Drachen oder den Dämon oder was es auch immer sein soll, auch, sag ich mal, nicht spaßig. Der Kampf mit Messercheck in der Heldengilde, den fand ich richtig spannend, dass er da einmal auf Distanz war, dann musstest du ihn abschießen, dann kam er runter, dann hast du Schwertkampf gehabt. Das war so richtig schöne Mischung. Der Kampf ist nicht langweilig geworden und beim Drachenkampf, da ist er so, du weichst eigentlich nur aus vom Feuer, dann ist er irgendwann angreifbar und du haust ewig gegen den, bis er endlich mal Leben verliert und der Kampf war sehr ermüdend, fand ich. Ich hab da ganz andere Erfahrungen gemacht, also zum Beispiel der Kampf gegen Messercheck, den fand ich auch nicht gut, weil ich nicht auf Fernkampf gegangen bin und habe gar keinen Schaden mit meiner Fernkampfwaffe gemacht, kam dann irgendwie noch mit Magie zurecht ich hab's dann irgendwie mitbekommen, weil der Kampf hat mir nicht gefallen. Da war auch eine blöde Kameraführung und immer so ein Stun-Effekt und so. Und ich hab den Kampf nicht so gut wahrgenommen. Und der Endkampf gegen den Drachen war so lächerlich, der war in 3 Sekunden vorbei, glaube ich, weil mein Charakter so overpowered war, dass ich die Zeit angehalten habe, mich in den Berserker-Modus und habe drauf geprügelt. Ich glaube, der war ein paar Schlägen tot. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, so war's. Okay, weil ich habe nämlich auch das Gleiche wie du gemacht, so Zeit verlangsamen und habe auf den drauf geprügelt. Und ich glaube, ich habe da wirklich so 5 bis 10 Minuten auf den drauf geprügelt, bis der tot war. Also das wundert mich jetzt, dass das so, so unterschiedlich bei uns ist. Ja, wir können ja, ich weiß nicht, ich habe ja auch auf dem anderen Schwierigkeitsgrad gespielt. Vielleicht ist das Level
die Skalierung dann nochmal anders und deswegen war ich am Ende so stark, weil vielleicht sind die Talente dann nach hinten raus stärker als auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, damit sich das irgendwie ausbalanciert. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich müsste selber nochmal in die letzte Folge reingucken, ist ja jetzt auch schon ein paar Monate her. Mhm. Ja, kann gut sein. Aber Bosskämpfe waren jetzt auch nicht das, also der Bosskampf generell, das Spiel, man hat schon verstanden, was sich dabei gedacht wurde, aber auch dieser Bosskampf gegen Zwillingsklinge, der war okay, aber der hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen. Als Kind fand ich das alles viel schwieriger. Da hat mich das auch mehr gefordert, aber so ist das halt sehr unbeeindruckend, gerade wenn man andere Spiele gewohnt ist. Weißt du, seitdem ich Dark Souls gespielt habe und da Bosskämpfe, ich mag halt die Souls-Reihe sehr gerne, Bloodborne, Dark Souls und alles, ne? Und wenn du da die Bosskämpfe hast, dann bist du halt ein bisschen für andere Spiele verdorben, weil du dann einfach so ein Grundkonstrukt an Bosskämpfen kennst, was dir gefällt und dann in anderen Spielen das siehst, dann bist du halt eher weniger beeindruckt davon. Du misst ja auch viel an der, also wenn man das gespielt hat, an der From-Software-Formel. Also ich muss ja auch sagen, Dark Souls und oder die ganze From-Software-Reihe habe ich jetzt auch erst vor einem Jahr ungefähr angefangen und die Spiele haben mich wirklich versaut. Ich finde die so gut und das einfach dieses Kampfsystem, das ist so geil gelungen. Ich habe nie mehr was Besseres gesehen seitdem. Mir gefällt es auch sehr gut. Das trifft auch genau meinen Geschmack, ne? Weil es ist auch irgendwie das, was ich mir vorstelle. Du hast halt alles drin, ne? Alles ist irgendwie gut integriert und gerade bei Elden Ring zum Beispiel finde ich das Kampfsystem richtig ausgereift. Also es macht richtig Spaß. Das ist halt Dark Souls 1 Kampfsystem, aber halt die haben immer weiterentwickelt und deswegen habe ich mich auch so geärgert, dass Piranha Bytes hatte mit Risen 1 auch ein sehr schönes Nahkampfsystem, was sie hätten weiterentwickeln können. Da hätten wir wahrscheinlich jetzt bei Elex 2 ein super geiles Kampfsystem gehabt. Das wurde immer wieder verworfen, ne? Und bei Dark Souls gefällt es mir auch so gut. Deswegen, also wenn du mich fragst, für so eine Aussage würden mich manche gerne wahrscheinlich umhauen, aber wenn ich mir das Gothic Remake angucke, ich hätte ja gerne ein Dark Souls Kampfsystem. Ne? Ja, absolut. Aber viele denken sich so, oh nee, geh mir weg mit Dark Souls. Weil Dark Souls wird auch immer so falsch assoziiert mit, boah, das ist so schwer, man kann es gar nicht schaffen. Dark Souls ist gar nicht so schwer, wenn du einmal in dieses Kampfsystem reinkommst. Und Dark Souls kann auch super einfach sein. Bei Dark Souls ist der Schwierigkeitsgrad total optional. Du kannst ja auch am Anfang die besten Waffen holen oder Zauber und dann kannst du auch voll easy durchgehen. Und ich finde Dark Souls, bis auf manchmal, wenn die Kamera rumspackt oder wenn du von Gegnerhorden irgendwie umzingelt bist und so, dann kannst du halt nicht mehr viel machen. Aber das ist bei jedem Spiel so. Ne? Absolut. Und ich finde das Dark Souls Kampfsystem sehr fair eigentlich. Ja, genau, weil Dark Souls oder allgemein die From-Software-Spiele, sag mal, ab der Souls-Reihe, die geben dir nie das Gefühl, dass das Spiel unfair ist, sondern wenn du verkackt hast und gestorben bist, dann weißt du, also mir ging es dann so, wusste ich immer, stopp, ich bin schuld, ich hätte da jetzt ausweichen müssen. Und ja, du sprichst mir da gerade voll aus der Seele. Ja, du mir auch, weil ich, vor allen Dingen bin ich auch, was Sterben in Videospielen angeht, total ruhiger geworden, weil ich weiß noch, zum Beispiel Bloodborne, dieser letzte DLC-Boss, ich weiß nicht, ob du Bloodborne gespielt hast. Habe ich. Dieser Orphan von Koss. Ja, gutes Gegnerdesign. Einer der schwierigsten Bosskämpfe überhaupt für mich gewesen. Ich habe da so lange dran gesessen, bis ich den irgendwann geschafft habe. Und irgendwann, ich habe wahrscheinlich mehrere Tage lang versucht, den zu besiegen. Und irgendwann habe ich es dann geschafft, aber man war so gelassen bei den Bosskämpfen. Klar, wenn du bist dann halt total euphorisch, wenn du den fast geschafft hast und dann am Ende so wenig Lebenspunkte hast und nichts mehr zum Heilen und ne, dann bist du vielleicht noch nervös, aber sonst bist du irgendwann total gelassen, einfach wenn du stirbst und es stört dich dann nicht. Bei manchen Dark Souls-Momenten ist es halt so unfair. Dann ärgert man sich, weil man nichts machen kann. Dann fällt man irgendwo runter, weil die Kamera gerade rumglitscht oder ne, zu viele Gegner umzingeln einen, man will wegrollen und steckt dann fest. Das sind so Momente, die stören mich dann eher. Aber in diesen normalen Bosskämpfen, in den meisten Fällen, wie du sagst, ist man selber schuld. Und dann kann man sich auch eigentlich nie ärgern. Da fällt mir auch eine coole Geschichte ein, weil du Bloodborne sagst. Hast du die Kelch-Dungeons gemacht? Ja, habe ich einmal komplett alle durchgemacht, ja. Ja, ich bin jetzt so ein Trophy-Hunter und ich muss bei Spielen, die mir gefallen, die Platin-Trophäe rausziehen. Und da bei Bloodborne habe ich auch eins der wenigen Spiele, wo ich auf der PlayStation Platin gemacht habe, ja. Sau cool, wenn man es geschafft hat, ne? Aber da gab es dann diesen einen Gegner, der war auch im Hauptspiel schon, und zwar dieser Amygdala, dieses Und der war in den Kelch-Dungeons sowas von scheiße schwer. Oh ja. Und ich bin zigtausendmal gestorben. Ich glaube, ich habe das auch über eine Woche dann probiert, bis ich diesen Gegner dann mal knacken konnte. Und mein Kumpel hat es mit mir zeitgleich gespielt. Und ich habe den dann geschafft. Ich habe den über WhatsApp eine Sprachnachricht gemacht. Ich habe bloß reingeschrien und gelacht wie so ein Psychopath. Aber das war so ein
so ein Gefühl, das kann man gar nicht beschreiben. Also der Adrenalinausbruch, alles, und ich habe mich danach so richtig, richtig gut gefühlt. Also das habe ich auch noch bei keinem Rollenspiel oder bei keinem Spiel gehabt als bei der From Software-Reihe. Ja, ich kann das nachvollziehen. Und das war auch, also das Problem war bei diesen Dungeon Bossen, war teilweise waren die jetzt einfach zu groß für die Räume, und das war bei diesem Amygdala so. Genau, der Raum war zu klein, und dann hat er auch manchmal die Kamera gespinnt, und der haut ja manchmal wild um sich, und du bist dann irgendwo, die Kamera dreht sich und du weißt gar nicht mehr, was du machen sollst. Also das kann schon sehr frustrierend dann manchmal sogar sein, aber wenn man es dann irgendwann schafft, dann sind das so richtige freudige Erlebnisse. Glücksgefühle pur. Ja. Ja. Ich hätte dir noch was mitgebracht. Was mitgebracht. Und zwar, ich habe es ja im Vorgespräch gesagt, ich höre momentan deine Reihe durch, wir sprechen uns noch. Mhm. Und da habe ich ein kleines Spiel gefunden, das fand ich ziemlich cool. Und zwar dieses Kiss, Marry, Kill, oder darf ich das F-Wort sagen? Ja, klar. Fuck, Marry, Kill. Und ich habe dir drei Charaktere mitgebracht. Und zwar hätte ich einmal für dich die Whisper. Ja. Einmal die Lady Grey. Ja. Und einmal die Dornenrose. Boah, also Whisper auf jeden Fall Kill. Okay. Hundertprozentig. die geht einen so auf den Sack. Weißt du, die will einfach Aufmerksamkeit in Fable. Ja. Immer vom Helden. Aber macht das auf diese unverschämte, ekelhaft arrogante Art. Also sie und ihr Bruder komplett unsympathisch. Die beiden. Ne? Und natürlich ist das halt der böse Weg so. Du kannst ja sogar umbringen, ein Spiel, was ich auch auf dem bösen Weg gemacht habe. Eigentlich würde ich solche Leute einfach ignorieren und nichts mit denen zu tun haben wollen. Aber in dem Fall jetzt, in dem konkreten Beispiel, würde ich die auf jeden Fall umbringen. Ne? Dann würde ich sagen, also weil die Auswahl, die du mir gegeben hast, ist natürlich jetzt beschränkt, da würde ich sagen, Lady Grey ist total Psycho, also die ist richtig Psycho, hat ihre Schwester umgebracht und ist total krank im Kopf. Mit der würde ich halt eine Nacht verbringen. Und Dornenrose ist zwar eigentlich nicht mein Typ, aber in dem Szenario ist sie wahrscheinlich die Beste, die man noch heiraten kann. Weil die auch arrogant und eklig ist zum Helden, aber sie hat auch am Ende eine bessere Seite, zeigt sich ja. Sie kann ja auch netter sein. Gerade sie zum Beispiel kriegt, das kann man positiv über das DLC sagen, die Helden wie Dornenrose kriegen nochmal so einen Auftritt. Und dann sind sie ein bisschen sympathischer. Ja, richtig. Ja. Ja, bei mir wäre es so, also ich würde es ein bisschen umgedreht machen. Also ich stimme dir bei Lady Grey überein, also fuck Lady Grey. Umbringen würde ich eher Dornenrose, die ist mir zu arrogant, gerade am Anfang. Klar, am Schluss, wie du schon sagst, wenn die einen Auftritt haben, da arbeitet man zusammen, aber die hat immer noch so diese hochnäsige, arrogante Ader für mich irgendwie. Und ja, aber das hat Whisper doch auch. Ja, genau, bei der Whisper, es ist am Anfang wirklich nervig und gerade der Bruder auch dazu und sie möchte überall dich herausfordern und möchte sich profilieren. Aber ich fand zum Beispiel diese eine Szene da in der Arena, wo du sie umbringen kannst. Da sagt sie ja noch zu dir, oh, die wollen, dass wir weiterkämpfen. Ich soll dich töten? Das kann ich nicht. Wir hören einfach auf und so. Und die Whisper ist, ich glaube, so... Nee, die, weißt du, was sie da noch sagt? Nein, tu das nicht, du dummer Bauerntümpel. Die sagt das so, die sagt das doch richtig bescheuert. Sie so, tust, also die beleidigt dich in dem Moment sogar noch. Nee, das ist erst danach, wenn du die Wahl hast. Am Anfang, ja? bevor der Kampf ist, da sagt sie zu dir so, die wollen, dass wir gegeneinander kämpfen, das ist doch Wahnsinn. Wir liefern eine gute Show, aber töten kann ich dich nicht. Und dann ja, okay, stimmt, du hast recht, ja. Genau, und wenn du dann den Punkt hast, wo du dich entscheiden kannst, dann stimmt, dann beleidigt sie dich. Richtig. Ja, aber im Gesamtpaket finde ich dann Dornenrose, auch wenn ich sie, so da würde ich sagen, da finde ich Whisper optisch ansprechender als Dornenrose, aber wenn es nur um den Charakter geht, finde ich die, also da finde ich Dornenrose nach hinten raus so die bessere Wahl. Aber ganz ehrlich, es ist ja sowieso so ein fiktives Szenario hier gerade. Absolut. Ne? Ja, aber ist eine witzige Idee, dass du das nochmal gefragt hast. Ja. Ja. Nee, es hat mir einfach gefallen und dachte mir, das möchte ich jetzt unbedingt noch reinbringen. Ja, ich dachte, du kommst ja mit jetzt so richtig witzigen Auswahlmöglichkeiten, so Messerjack, der Gildenmeister und irgendwie einen Hop-Zauberer. Ja, dann machen wir es doch so, nehmen wir doch mal Donner, den Gildenmeister und wen nehmen wir dann noch? Den Bürgermeister von Nordholglade. Das ist ja eine, ja, also den Gildenmeister würde ich heiraten. Weil der hängt ja sowieso die ganze Zeit in meinem Ohr rum und labert mich voll. Dann bin ich daran schon gewöhnt, dann ist er wahrscheinlich schon der Mensch, an den ich mich gewöhnt habe, den ich am besten aushalte. Ja. Donner würde ich umbringen.
Ja. Weil, und ja, dann würde ich wahrscheinlich eine schöne Nacht mit diesem bärtigen Wikinger-Typen verbringen. In dieser Auswahlmöglichkeit. Okay. Ja, also mit Donner gebe ich dir recht. Ich würde eher den Bürgermeister heiraten, weil ich glaube, der hat so eine kräftige Statur, der passt auf dich auf, wenn du irgendwann mal Probleme hast. Und der Gildenmeister, ja, gut, okay. Ja, ich enthalte mich. Nee, enthalten gibt's nicht. Okay, ja, dann verbringe ich dann eine Nacht, dann habe ich wenigstens Ruhe und dann muss ich auf sein Gelaber nicht mehr eingehen. Ja. Ihr könnt ja gerne mal eure Auswahlmöglichkeiten in die Kommentare schreiben, wenn ihr und ja, ich denke, das war's vom heutigen Podcast Gequatscht wird viel. War mir eine Freude, dass du heute da warst. Alle Links von Remulator nochmal in der Beschreibung, wenn ihr seinen Kanal auschecken wollt. Und ja, ich gebe dir jetzt das Schlusswort. Okay, ich danke dir. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du mich eingeladen hast. Und vielleicht hast du ja mal Lust und Zeit und kannst mal zu mir in die Sendung kommen, in den Remula Talk. Wir haben jetzt ja schon rausgefunden, dass wir beide Dark Souls und Bloodborne mögen. Vielleicht könnten wir da auch irgendwann mal ein Gespräch machen, wenn du mal Zeit und Lust hast. Klar, können wir gerne in Zukunft machen. Gut, freue ich mich drauf. Alles klar, ich danke dir. Und somit neigt sich die dritte Folge Remula Talk dem Ende entgegen. Ich möchte mich an der Stelle beim guten Jorgensen bedanken für die Einladung, für das nette Gespräch und ganz besonders bei dir, lieber Zuhörer, fürs Einschalten, fürs Zuhören und Unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Servus.